Tabak blätter schon mal fermentiert, Bilet, da können Sie alle anfassen, riechen hier durch. Danach wieder zurück, vergesse ja nicht, wie ein Embargo haben. Ich heiße Amis, Americano, nicht gut. Danach später wieder zurück. Nee, nee, können Sie behalten. Tanzen, trinken, lieben. Oh ja. Alle sind zufrieden. Bis jetzt. Un dolor en la espalda. Estoy matado. Tengo, ¿cómo se llama? Papagayo. Überall. Jetzt zum Zeigen Plastikbeutel. Tourismus kommt zu uns, damit können Sie was erleben. Plastikbeutel. Weil normalerweise wir drehen alle diese gute Zigarren ganz spät nachmittags und dann arbeiten ledig. Nächste Tag kann früh vormittags wegen höherer Luftfeuchtigkeitsprozent. Zum Zeigen, also in Fabriken tagsüber klimatisierte Räume. Hier bei uns spät nachmittag. Entschuldigung. Und nächste Tag. Hey. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, Hauptader in der Mitte. Wow. Viel Nikotin dort konzentriert. Ja? In Fabriken werden wir Blätter so finden. Die nehmen nur ein kleineres Stückchen weg. Aber bleibt viel Nikotin in die Blätter so in den Zigarren. Die sehen immer so aus, wie die zwei Beinen haben, junge Mann. Salsa tanzen. Oder gebratenen Hähnchen oder Kriote. Solche Sachen erlauben wir nicht, machen wir eine Vollstängelung von dieser Hauptader, mein Bruder. Ja. Alles raus. Ja. Futti, Futti, mach dich Futti. Siehst du, sonst bekommst du nur Kellerbilder dazu nicht. Ganz der Opa, immer gut drauf. Genau. Immer von oben nach unten. Immer so die Bewegung. Ja. Nee, nee, was? Was? Von oben? Ja, genau, genau. Nicht von unten, sondern als gerissen. Ja. Ja. Um eine Zigarre zu drehen, brauchen wir sofort immer drei Teile. Ein Lager, was drin ist wegen Kombustion. Umblatt, mittlere Schicht. Und zum Schluss natürlich, zum Schluss kommt das Deckblatt, schönste Blatt von draußen, Klamotte für die Mädels. Sie müssen immer Party gehen. Schön gekleideten Zigarren. Auch so, guck mal. Schön, schön. Einlage hier und Blatt dort. Jetzt Enden abschneiden. In Fabriken, Guillotine, Maschinen, zack, zack, das reicht. Hier bei uns was rustikal, ein Stückchen Machete, halbe Mundform. Bei euch Kräutermesser, Biegemesser oder ein Gerät, um Pizza zum Abschneiden. Langgericht nicht geben. Für das gleiche hier Benutzer war anders genannt. Der Name bei uns Chaveta. Chaveta, guck mal. Schneiden wir es ab. Ja, jetzt Slow-Mo. Futti, Futti, Madame. Mach du Futti jetzt. Futti, Futti. Sehr gut, siehst du. Danach später Familie versuchen wir für die längere von unseren Zigarren. Zum Beispiel Monte Cristo Nummer 4, 12, 13 cm. Was mache ich? Ich mache immer so. Großvater von mir, kleiner Mensch, mach immer so. Drei Teilen sofort. Dieses Beenden von hier wie Verschwendung aus, aber nein, keine Verschwendung. In Fabriken kann auch Verschwendung sein oder klein geschnitten Tabak für Zigaretten oder Pfeifen. Gehackt Tabak. Weißt du, hier bei uns alles notwendig drin, Madame. Aber guck mal, wie läuft. Diese Ende von hier kommen immer diese Richtung. Andere von hier, andere Richtung. Ja, schlaue Deutschen sagen die immer sofort, Lazaro, weiß ich genau, warum du so machst. Frage ich immer, warum? Gerade in den gleichen Kritiker, nicht besonders, das wusste ich vorher. Sage ich immer, tipptopp, gut aufgepasst. Schöne Schule, aber nicht ganz. Nicht ganz. Also, wir kreuzen alles drin, damit unsere Zigarren gleichmäßig schmecken können. Weil jeder Tabakblatt, es ist schon kräftiger. Hier, guck mal, Familie. Tabakblätter sind die immer so kräftiger hier, mit Spitze als nebeneinander Stamm. Guck mal, mittel vorne dunkler, mittel nebeneinander Stamm heller. Wenn die auf dem Felder sind, nehmen die immer viel mehr Sonne am Spitze als nebeneinander Stamm. Mhm. Tabakpflanzen, Blätter auch draußen. Danach spät in den Tabakscheunen, wenn die hängen, 3 Monate, verlieren die Wasser, 3 Monate, Spitze die runter. Also, Nikotin, es wird auch auf den Spitze konzentriert. Deswegen mehr Geschmack, weniger. Kreuzen wir alles drin, gleichmäßig zu schmecken. Sonst, Angelo,
Wenn wir eine Zigarre rauchen, am Anfang gut, danach spätestens einmal schlimm, noch wieder gut, noch wieder schlimm. Bekommen wir Syndrome Michael Jackson Kopf. Nicht gut, gut, gut. No, noch wieder, nee. So, geht es nicht, nein. Wegen Geschmack. Und den Drehen super einfach, wie ein Sushi, wie ein Kebab, wie ein Burrito oder Taco in Mexiko, Finger. Wie Klavier zu spielen, obwohl habe ich keine Ahnung über Klavier. Ja, habe ich nicht, aber guck mal. Jetzt so mit Liebe und Geduld. Slow Motion. Slow Motion. Slow Motion. Jetzt natürlich Massagefamilie, immer nach vorne, Madame. Aber eine leichte Massage, Zigarren, warum super leicht? Nicht sofort, also wenn wir sofort drücken, keine Luft durch. Bekommen wir sofort Tomatengesicht, rote Kopf. Deswegen leichte Massage. Manche Leute denken, mache ich es wegen die Mädels. Weil ich vergleiche immer meine Zigarre mit den Frauen. Brauchen die immer viel Massage, gute Pflege, viel Geduld, viel Arbeit. Nie direkt auf den Mund. Wenn wir Männer so versuchen, bekommen wir Batsch. Weißt du, mit Frauen müssen wir immer dummer Hundgesicht spielen. Kein Interesse eigentlich. Ich möchte nur reden. Vielleicht können wir tanzen, trinken. Ich bin nicht wie Angelo. Nein, ich bin besser. So weit gehe ich auch nicht. Nein, Familie. Leichter Massage wegen die Faszien drinnen. Parallel, Faszien drinnen. Parallelposition finden und den Wind durch zu erlauben. Wenn ich sofort presse, keine Luft durch, Tomatengesicht. Weiß deine Frau, was du redest? Was du so uns ja, immer ein Versuch erzählst? Dich. Ja. Sie weiß genau, sie ist ein Versuch dich. Immer. Also deswegen, wenn sie mich anruft, ja, mi amor, immer, wenn ich sage, also Männer können reden und lachen, Frauen nicht. Sonst bekomme ich Probleme zu Hause. Batsch. Nicht nur von Opa, sondern meine Frau. Nee. Massage. Wir Kubaner sind immer so. Oder meistens. Massage immer nach vorne, Familie, guck mal. Natürlich, jetzt ein bisschen wie eine Zigarre aus, aber längere Zigarre. Wegen Faszien. Muss man Ende noch wieder abschneiden mit Tradition. Schabetta. Aber Entwicklung immer gut. Monsieur Guillotine. Nicht mehr für Kopf, aber Finger, aber für Zigarren tipptopp. Guck mal, mein Bruder. Zack. Jetzt wie eine Zigarre aus, aber warte mal, muss man es schließen. Kleben. Als Klebstoff keine Spucke, bitte nicht. Nee. Ab und zu, wenn ich eine Pause mache, sagen die Leute sofort, ja, ich spucke, ja. Einfach Honig, guck mal, Honey, Honey. Honey, Honey, Sugar, Sugar. Honig drin. Oder in die Fabriken nutzen die Harz von Kanada importiert. Genau, Ahornharz. Ahornharz. Fabriken hier bei uns, Honey, Sugar, Sugar. Bisschen Honig, nur. Bisschen Honig, guck mal, Familie. Bisschen Honig, jetzt können wir nach vorne. Schon geklebt. Einmal nach vorne hinterher, können wir es werfen, halten die fest, aber weicher, ja. Oh ja, das ist. Zigarren muss man pressen wegen richtiger Kombustion. Stellt euch vor, ohne Presse, Schnur war weg, so schnell. Nee, nicht so, aber gehen die mal aus, keine gute Geschmack. Also, Zigarren muss man pressen wegen richtiger Kombustion und Geschmack. Deswegen in Fabriken, es gibt solche Molden von oben bis unten, 1000 Zigarren. Gleichzeitig gepresst. Von 15 Minuten bis 5 Presse. 15 Minuten bis 25, 30. Aber jeden Tag, Ende des Tages, kleinere Prozent Verschwendung, Madame. Viele von denen so fest gepresst, keine Luft durch, noch wieder Tomatengesicht, rote Kopf. Ewig lang eine Zigarre für die rauchen. Also, keine Leute, die vorbeikommen, die sagen, Lazaro, von letztes Jahr, letztes Silvester, heutzutage noch wieder, reichen die für zwei Silvester, weißt du, super hart, für ein Stückchen Holz, ne. Hier fressen wir es auch, aber benutzen man, was? Papier. Normalerweise weiße Papier ohne Tinte, Zigarren sind immer wie Schwammen und so, aber kubanische Zeitungpapier tipptopp. Muss Kubaner sein. Ja. Deutsche Zeitungpapier habe ich schon versucht, nee, nicht gut. Zu viel Wahrheit drin. Diese hier, Kubaner, läuft nur das Datum. Tipptopp, kein Gefahr mit den Zigarren. Papier wird, fasst du an, mein Bruder? Weich. Bisschen weich. Guck mal.
Beim Zigarrenpressen wie jetzt. Männer, Frauen, Männer, Männer, Frauen, Männer, Frauen, Männer, Frauen, 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 Männer, Frauen. So, ganze Familie, Nachbarin und so zusammen. Abends, bisschen rum, Kaffee und so, alle Familie. Beim Zigarrenpressen aber müssen wir Männer ganz fokussiert sein. Ja. Wirklich? Schöne Mädels schicken wir immer getrennte Räume. Ja. Hässliche Frauen mit uns. Ja, ja, wirklich, guck mal. Cookie, Schokoladestückchen, schöne Augen, weiter Massage. Ja. Oh, verlieren wir Laufe der Zeit, Männer, wir sind so. Laufe der Zeit, weiter Massage und zum Schluss Zigarre zu festgepresst, zu schmaler, zu lang, ja, zu hart, nicht mehr gut zum Rauchen, Verschwendung. Deswegen schöne Mädel, getrennte Räume, andere Frauen mit uns, kein Problem. Nee, nee, alle Frauen sind schön, das ist nur ein Witz. Aber guck mal, mit Fingerfähigkeit machen wir so. Mhm. Man muss das Leben genießen. So läuft. Fingerfähigkeit, mein Bruder. Ja. Ja. Junge Mann, du nicht, aber das kommt. Ja! Danach später Massage, aber kräftiger. Muss man pressen. Mit einem Gefühl. Jetzt fühle ich es. Es ist schon richtig. Wenn ich weitergehe, nicht gut. Deswegen mit Handgefühl. So lassen wir unsere Zigarren nachsüber hier drinnen im Papier. Nachsüber. Wie Papier weiterweiten, Feuchtigkeit raussaugen, Zigarrenpressen Formen geben. Nächste Tag kann früh vormittags setzen wir das Deckblatt. Schönste Blatt von draußen, Familie. Elastisch und klebliche Textur muss sein. Wegen was? Guck mal. Egal wie viel Zeit haben wir schon Tabakblätter gepresst oder Zigarren. Guck mal, Angelo. Die aufquellen immer. Ja. Ja. Stell dir vor, kauf du eine wunderschöne Kiste. Zigarren drin, tipptopp, Madame, guck mal. Sehr schön! Einmal nach Heim auf den Kamin, 2 Wochen später schläfst du und hörst du Popcorn. Zigarren kaputt. Deswegen, das Deckblatt muss immer elastisch sein. Oh. Wirklich? Sonst Zigarren gehen die immer kaputt. Ja, wirklich, wirklich. Ulala. Elastisch. Guck mal, Familie. Stretch. Hopp, ja, kaputt. Stretch. Si te marchas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me sentenciaste a tu falda. Zeig mir deinen Rock. Zeig mir deinen Rock. Ataste tu piel a mi piel. Como la espada en la rock. Oh, merde. Normalerweise alles vorher gebügelt. Ganz schick gemacht. Aber jetzt nicht so viel Zeit. Ja. Das machst du auch nicht das erste Mal, oder? Genau. Ja. Wirklich. Hast du recht, mein Bruder. Guck mal, ich stell's euch vor, morgen früh natürlich besser, aber bis morgen zu warten haben wir nicht diese Zeit dafür, aber guck mal. Schön, 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 fass du an. Fester jetzt, oder? Morgen besser, aber ohne rummende Musik, Langeweile, weißt du? Bis morgen. Seitenader müssen die immer parallel mit den Zigarren sein. Guck mal, wenn ich es falsch drehe, meine Zigarre. Mache ich so, zack, 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 ab und zu, wenn ich hacke, dich bin, guck mal, was ich kriege. Aden, yeah. Aden, 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 zack, 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 zack. Nicht schön, ein regelmäßiges Zigarre nicht glatt. Siehst du, Angelo? Feo, es da ist du. Deswegen die Augen links, wie beim Rastein. 1, 2, 3, die Augen links. Rastein. Klebstoff jetzt mit Liebe und Geduld, weil Zigarren und Mädels immer genau sehen. Foti! Brigitte! Brigitte, Foti! Fotli! 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 Ein Ende immer zugemacht. Menschen, Leute denken so voll, Lazaro. Wegen Fäckelschwanchen. Nein. Ich meine, Falten. Wegen Falten streichen. Alles noch wieder glatt machen. Ab und zu, wenn ich Regenbogenleute hier bekomme, Glinda. Regenbogenleute kennst du nicht? Doch. 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 Die sind immer mit mir enttäuscht.
Ne? Weil ich vergleiche immer meine Zigarre mit Mädels. Ich sage so, ja, keine kühler Typ, diese Lasser, nein. Aber wenn ich es merke, sage ich immer, guck mal, Massage, gute Pflege, ich bin Profi, bekomme ich sofort Einladung. Also, mein Mann, komm so mit uns, kein Problem. So, Familie ist schon fertig gedreht, aber direkt im Mund geht es nicht, weil die bleiben noch feucht. Deswegen noch wieder in Papier setzen, jetzt 3 Nächte weiter, normales Raum, drinnen zu Hause Schatten. Schatten! Leute, also es gibt, vielleicht hast du, warst du schon mal hier in Vinales, Angelo? 5 Wochen. Es gibt Bauern, die einfach sagen, die Frage für Menschen, Touristen, Lazaro, wie viel Zeit brauche ich, diese Zigarre rauchen? Die sagen, nö, halbe Stunde, 20 Minuten unten die Sonne, danach später kannst du rauchen. Lügen die. Solche Sachen geht es nicht. Sonne in Kuba sehr aggressiv, nimmst alle weg, Papier, das Deckblatt, innen. Alle weg, keine Geschmack, Zigarren kaputt. Deswegen Bauer, echte Bauer, weil normalerweise echte Bauer müssen die mal Gummistiefel dabei haben, Hände nie wie Klavierspieler, nee, müssen die arbeiten. Wenn wir Bauer sehen, Hände wie Klavierspieler, Lederschuhe, Bauch. Ist kein Bauer. Die sagen, diese sagen, nee, schnell, kannst du rauchen, scheiße. Okay, 3 Tage weiter können wir solche Zigarren raus vom Papier holen, am Zünden brauchen oder weiter zum Konservieren. Ulala. In solche Verpackungen, also Kisten, Zedern, Holzkisten. Warum muss Zedern sein? Luftfeuchtigkeit? Nein. Wegen Aroma zu behalten und Schutz für den Zigarren. Keine Kiefer drin, keine Motten. Weil Zedernholz riecht ja angenehm Motten, für uns, Motten, ja, aber stinkt für den Tieren. Deswegen, was machen wir? Flaschendecke, Stückchen, Schwamm drin. Schwämmchen, ganz klein. Destilliertes Wasser, feine Ecke, zugemacht. Einmal pro Monat Zigarren umdrehen, Schwamm noch wieder in Feuchten. So läuft. Mit Zigarren in Kisten oder Humidor. Ja. Solche Verpackungen, Palmenrinde, natürliche Humidor. Einzigartig von dieser Ecke. Solche, also Zigarren hier drin können wir mitnehmen. Wie du willst nach Hause, einfach Schatten brauchen die. Wer einen Weinkeller dabei hat, noch besser. Unten im Keller, so. Ja, Rinde wird Feuchtigkeit nehmen. Zu viel, Joscha, Luft durch. Kein Problem. Hinstellen ohne Stress, einfach Schatten. Kisten, Schwamm drehen. So eine Verpackung in Plastik brauchen wir eigentlich nicht, aber zu Hause heute Abend, Schlafzimmer, super warm, Klimaanlage an, Feuchtigkeit raus, trocknen die aus. Und Plastik setze ich hier wegen den Amerikanern, wenn die hierher kommen, ich empfehle immer so mitnehmen. Das ist für den Amis. Die fragen so voll, Lazaro, wo können wir am besten? Die soll mitnehmen, sage ich immer so, ich empfehle immer so mitnehmen. Die versuchen immer. Mann-Gebäck. VIP-Bedienung. VIP-Bedienung willst du so, Feuer soll dabei. Warte mal. Die fragen Lazaro, aber im Soll am besten, sage ich immer so. Die versuchen, die reden nicht wie Angelo. Angelo kann gute Spanisch reden, wie der spanische Mann auch, tipptopp. Aber Amis, echte Amis, nur Englisch. Ja. Kann man es merken, die sagen, awesome, amazing. Amerikaner. Engländer sagen es nicht. Engländer sagen immer hier, beginnt warmes Wetter. I'm sweating like a pig. Also, aber den Namen merke ich sofort, zeige ich, guck mal, wunderschöne Landschaft, die sagen, awesome, amazing. Amerikaner, weiß ich genau, das kommt. Ja. Zum Schluss, beim Sol, paar Botschaften für Spanisch sagen, bringe ich immer was Gutes bei. Guten Morgen, Bierkubaner, keine Hochspanisch, guten Morgen, sagen Bierkubaner immer so, Allahu Akbar. Oder Inshallah, Alhamdulillah, Bismillah. Wenn Sie fragen, sage ich, das ist herzlich willkommen. Inshallah, Alhamdulillah. VIP-Bedienung, Schatten, Guantanamo. Nee, diese hier, das Plastikfamilie, zu mitnehmen, kein Problem. Aber nachheim, Zipbeutel, Plastiktüte, womöglich vakuumiert. Kühlschrank aber unten im Gemüsefach. Dort unten ähnliche Luftfeuchtigkeitsprozent wie hier. Ah, 65 bis 75, tipptopp. Ja. Achtung, nicht immer das, sonst werden die schimmelblauen Zigarren, kann man putzen, also sauber machen, kein Problem. Aber einmal drin, also deswegen mal draußen, ab und zu drin, mal draußen, einmal draußen ohne Beutel atmen lassen, mal drin, Beutel, zugemacht, wegen Geruche, Madame. Zwiebel, Käse, Ananas. Ananas kein Problem, aber Käse-Zigarren. Ja.
Es gibt Käse, die stinken, die nur blau. Okay, das ist ein kleines Angebot, das wir hier haben. Also normalerweise kann man hier kaufen oder nicht, kein Problem. Wir bleiben wie Familie, aber... Okay. Klopapier auch drin, kein Problem. Alles drin. Ja, fällt nur den kleineren Herz. Nächstes Jahr am Tür mache ich, ganz klein hoch, aber... So, Familie, unsere Zigarren, also, wie sagt man, günstiger im Vergleich von dieser auf den staatlichen Laden. Seit 2011 machen wir es, kann jeder mitnehmen, kein Problem. Monte Cristo Nummer 4 auf den staatlichen Laden mit Banderole dazu kosten die 11, 12, 13 pro Stück. Hier bei uns sind Zigarren 40 Euro. Kaufst du heute? 5 Euro, weißt du? Kaufst du heute und kannst du immer aufbewahren, 4-5 Jahre lang. Weiter nicht, weil keine Chemikalien sind hier drin. Unsere Zigarren glänzen denn nicht. Wenn die glänzen, pass auf, Chemikalien im Mund behalten, das ist Natur, pur. 4-5 Jahre lang, weiter kann man rauchen, na klar, aber vom Geschmack her kommen die runter bis zum getrockneten Stroh. Kein Geschmack mehr. So, Gemüsefach, also 50 und so. 50 mit den Zigarren. Robusto, dicker, gleichiger Geschmack. Warum? Dicker. Dicker, alle, dicker. Hey. Krass, Dicker! Krass, Alter! Bratan! Guck mal! Verschiedene Formate, gleicher Geschmack. Warum verschiedene Formate? Weil die alle Monte Cristo sind, gleicher Geschmack. Monte Cristo sind die alle. Aber verschiedene Formate. Wegen was? Augenrauch mit. Bei Meter hoch, Mann. Kräftiger, sportlicher. Mit ein kleineren, stellst du euch vor, kleineren Chihuahua-Hund in Hand. Was denkst du sofort? Regenbogen oder passt nicht gut mit dem Mann, weißt du? Deswegen die verschiedenen Formaten. Dicker Leute doppelt sind und so. Diese dünneren kann jeder rauchen, kein Problem. Diese Frauen, die dünnen. Ja, die dünnen für Mädels und so. Aber stell dir vor, kleine Mensch wie mein Großvater mit solchem Mund. Was macht? Weißt du? Deswegen die verschiedenen Formaten. Aber Branden, Coiva bedeutet Geschmack. Monte Cristo bedeutet Geschmack. Stecker mit, ja, so Leute. Also 50 Euro sind Zigarren, hier 60, dicker. Hier 60 mit Humidor. Familie, das ist meine Empfehlung für Leute wegen Transport. Aufbewahren zu Hause, wer kein Humid dabei hat, so hinstellen, ohne Stress kann man aufbewahren. Und hier drin anstatt 10 Zigarren 12. 12 Zigarren drin, Humid dazu, tipptopp. So, ist beimal 60, einmal 50. Hier kosten die 80. Teuer. Aber auf den staatlichen Laden Monte Cristo Nummer 2 Esquisito, gleiche Vitola von Cohiba Splendido, ein Stückchen 75. Das ist aber verrückt. Hier für Axis bekommst du 10 Zigarren. Mhm. Und kleinere Kisten mit Cohibas drin. Dunkler, Stecker, Petit Corona. Die Petit Corona? Petit Corona. Petit Corona, die sind kleiner. Diese hier 70 mit Kiste, alles dabei. Die sind Cohibas, diese hier. Diese Monte Cristo Nummer 4, 25 Zigarren Familie, warum sie eine Kiste mit 25 Zigarren, 120. 5 Euro runter Kiste im Begriff, auf den staatlichen Laden, Guantanamera Zigarren, Gehacktabak, Schrottentabak drin. Schlimmste Qualität, Scheiße, dass wir auf dem Laden haben, Guantanamera. 380, eine Kiste kostet so, hier bei uns 120, mit 25 Zigarren drin, egal was du meinst, Monte Cristo oder Petit Corona. Auch Petit Corona mache ich einen tollen Preis. Siehst du, die sind dunkler. Ja, Stecker. Diese Petit Corona auch für 120 mit 25 Zigarren. Tipptopp. Wer will was mitnehmen, später können direkt von mir kaufen. Ich bin auch den Laden angelogen, kein Problem. Aber jetzt muss ich Ihnen zeigen. Wie werden wir Kubaner Zigarren in Hand nehmen, am Sonnen rauchen? Ja. Guck mal. Zigarren in Hand nehmen, nie wie beim Cannabis, so läuft nicht. Muss man so hacken. Ach so. Es gibt Leute, Leute nehmen Zigarren immer so, die ja, zum Angeben, na klar, das ist gut, still. Aber nein, beim Ziehen drehen, im Mund drehen. Das bedeutet das. Also beim Ziehen im Mund drehen, gleichmäßig abbrennen. Und das ist ein Trick. Ihr stellt euch vor, karibische Meer, Sonnenuntergang zu genießen, liegende Stuhl, Mojito in Hand, eine Frau dabei. Tipptopp, noch andere. Aber nee, viel Wind vom Süden nach Norden drehen wir nicht. Rauchen wir diesen Teil fertig und den anderen für morgen Angelo. So geht es nicht. Deswegen beim Ziehen drehen gleichmäßig abbrennen. Das ist ein Trick. Das haben wir gestern falsch gemacht. Mit Gas, Familie, bisschen erhitzen. Mit Gas nie vorher abschneiden, mit Streichholzer. Stückchen Seddenholz kann man vorher abschneiden.
Aber mit Gas, nein, sonst wird das Gas drin wechseln, den Geschmack. Das ist nur Hitze hier. Warum Feuchtigkeit weg? Nicht so man zünden. Jetzt können wir abschneiden, Madame. Ah, wieder was gelernt. Foto. Futti. Mach mal Futti. Nein, noch nicht. Warte mal. Futti. Tip top. Also, nicht so tief, sonst wird das Deckblatt aufgerollt. Stückchen nur. Danach später, wir Kubaner werden wir unsere Zigarren, wir Kubaner nicht, wir Vignaleros, weil in Kuba die Leute Cognac braten, ne Cognac nicht, aber Habana Club. Wir machen es immer in Honigstück. Tückchen wir mal. Oh, lecker. Honig, wegen was? Natürliche Filter, Stopsen, Nikotin. Europa, so. Cognac, Brandy finde ich dumm. Die sind beschwammen. Zigarre hacke dich bis zum hier, Feuer hier kaputt. Ja. Stoppen die, nicht gut. Honig bleibt dort und funktioniert als Filter. Ganz wichtig jetzt, Lippen, also bei Zigarettenrauch, Filter nennen Zigaretten, Filter immer gelb und bekommst du immer weiter Nikotin, nur einmal in Honig eingetunkt, sofort fester zum Ziehen und mein Filter eklige Frauen. Deswegen Honig tipptopp. Lippen nie wie beim Zigaretten, Madame, so geht es nicht. Kuss im Mund. Hm? Solche Blätter werden wir merken, nicht mehr glatt, sondern krummel, weil die machen... Und das gleiche Parasiten wie bei Tomaten. Deswegen kann man Tabak und Tomatenpflanzen nicht zusammenpflanzen. Und obwohl gehören die zu den gleichen Familien, Solanaceae. Tabak und Kaffee und Tabak und Tomaten, die sind verbannt. So, 45 Tage hier, kein Problem, kannst du. Putti. Also September und Oktober hier, 18 cm, 20, alles pickiert, machen wir Bündel. 100 Pflanzen, damit wir genau wissen können, was auf dem Felder kommt. Und danach die Verpflanzung auch manuell. Alles mit Hand, keine Maschinen im Bauch liegen und so machen, habe ich schon mal gehört. In Kuba machen wir es nicht. So, kannst du auch eine Frau fragen, wir Bauer, im Bauch liegen. So, nee, guck mal, die Bauer möchten einfach anstrengend arbeiten. Macho Mann, Bauer, so liegen und so. Also, Sonne scheint mir hier nicht. Nee, wirklich. So, alles mit Hand, 1:1, zack, 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 wie beim Reis. Nächster Tag, Hexenschuh. Ja, und ohne Netz. Ja, Frau wird dann Massage machen. Ja. Ab und zu, aber ja, am Anfang ja. Am Anfang ja. Danach später musst du selber. In Kuba sagen wir, ich habe schon den Papageien bekommen. Papageien, spanische Mann, Cotorras. Angelo Cotorras. Wir sagen nicht, nee, Hexenschuss oder so. Ich hab den Cotorras. Was bedeutet das? Wir werden nicht mehr gerade laufen und kann man nur auf dem Felder hören, alle Bauern. Ai, ai, wie die Papageien. Ai, ai. So deswegen Cotorras. So läuft. Wirklich, ehrlich gesagt, in dieser Gegend sagen wir, boah, ich hab Cotorras. Auch wegen Radfahren, Fußball spielen, sagen wir immer Cotorras. So. Nach der Verpflanzung und Irrigation, Wasser und Kompost jeder 15 Tage verteilen. Und schon auf eine Spanne für zwei Monate, ein halb. Sonnentabak relativ schnell, ein Meter 20 hoch. Was passiert danach? Reifen die auf den Felder und kommt eine wunderschöne Blumenstein. Viele Blumen auf den Feldern, mein Bruder. Lila und weiß. Warum? Samen. Ja, warte mal. Karren hinter den Ochsen, mein Bruder. So, diese Farbe, das heißt nur eine Sache. Solche Sorte, mein Bruder, gehört zum Nicotiana Tabacum. In Kuba zwei Sorten, Nicotiana Rustica und Nicotiana Tabacum. Lila und weiß, Nicotiana Rustica, wirklich schön. Entschuldigung, Nicotiana Tabacum. Nur gelb, Nicotiana Rustica. Stecker als Nicotiana Tabacum. Natürlich, das hat er schon gesagt, nehmen wir die Blüte weg, wegen was? Nächstes Jahr Samen zu bekommen. Wegen den Samen machen wir es. Weil nehmen dann die Blüte immer kleinere Kapseln, volle Samen. Natürlich nehme ich immer ein paar weg zum Schmuck zu Hause, die sind wirklich schön. Weißt du? Aber danach später beginnen die Blumen. Ja, guck mal. Blume weg. Und stoppen wir auch den Wachstum von den Pflanzen. Ja, ja, schießt dann nicht. Genau. Wenn wir die Blumen dort oben lassen, wachsen die noch hier? Kleinere Blätter. Nicht mehr nutzbar für Zigarren. Aber Blüte weg, stoppen wir die Wachstum. Energie wieder wo unten in die Blätter rein, breiter. Tabakpflanzen und uns Männer, junge Mann, das gleiche. Ich bin schon 42, nicht mehr hoch, aber jetzt komm.
Früher war ich, ja. Ausgeizen auch ein bisschen durch. Zack, 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 zack. Boah, sehr gut. Ausgeizen. 15 Tage später flucken Biertabak. Das ist bei Weißen. Und Tabaks und Flucken. Vielleicht habt ihr schon überall in Vinales Hänger gesehen. Wo die, draußen auf den Feldern, wo die Tabakblätter hängen draußen. Die hängen draußen nur meistens 3 Tage. Sonne nicht gut. Das ist nur, damit die Blätter verwelken können, um mehr Platz in den Tabakscheunen zu finden, in Schatten. Okay. Weißt du? Das machen wir. Der Mann, zack, 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 Onkel von meinem Großvater, zack, 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 hier. Oder können wir ganz manuell machen, mit Hand hier. Von unten nach oben. 3, 4 Blätter von unten, 6, 7 Tage später, 5 zweite Qualität und so weiter und so fort. 5-mal auf den Plantagen, Angelo, 5-mal Papageien. Aber oberen Blätter, die mehr Sonne nehmen, höhere Nikotininhalt. Unteren Blätter kaum Sonne, höhere Luftfeuchtigkeitsprozent, Familie weniger. Deswegen von unten nach oben, es wird immer leicht, leicht, medium stark und ganz oben super stark. Danach später bestimmte Mischung, bestimmte Zigarrenmarken. Cohiba Plantage, Castro Zigarren, Clean Scooter, aber geht es nicht. Che Guevara Plantage, Monte Cristo Zigarren, noch besser, aber geht es auch nicht. Romeo und Julia, stellt es euch vor, die liebe Zigarren, tipptopp, falsch. Solche Sachen geht es nicht in Kuba bei Sorten Tabak. Nicotiana Rustica, Nicotiana Tabacum. Aber immer eine Mischung von solchen Qualitäten. Okay? Cohiba Superstar, 3 obere Qualitäten, Romeo und Julia, 4., 3. und 2. Keine oberen Blätter drinnen, bleibt schon von unten so mild im Vergleich mit Cohiba. Partagas, Guantanamera Zigarren, am meisten von den 2 unteren. Monte Cristo, Che Guevara, alles drin. 2 Blätter von unten, 2 Blätter, so läuft. Und wenn läuft, dann läuft. Nach dem Flucken von den Blättern, wenn wir so manuell machen, dort drinnen. Guck mal. Zack, 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 zack. 5-mal auf dem Plantage. Alles mit der Hand. Alles mit der Hand. So, deine Beine, warte. Ja, ja. Stell dir vor, das ist eine Stängel. Blätter hier, mache ich so. Track, 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 track. Das ist ein Stängel. Okay. Ja, ja. Zurück. Ja, man muss schnell, sonst bekommst du einen Batsch vom Großvater. Ja. Sack, sack, sack. Ja, und richtig gemacht, nicht die Blätter abbrechen und so kaputt machen, nein. Und schreibst du dann eine Nummer auf das Blatt drauf, damit du später weißt, es von unten, von Mitte oder von oben? Nein, mein Bruder, verschiedene Formen nach der Lufttrocknung und Fermentierung. Verschiedene Formen, verschiedene Texturen, verschiedene Farbe wegen Position in der Pflanze. Farbe bedeutet mehr oder weniger Nikotininhalt. Okay. Also, alles läuft, ja. So, hier drinnen in Tabakscheune, wo werden die Mädels eine tolle Arbeit dort drinnen machen? Faden und Nadeln, alle die Blätter zusammen genießen. Die Frauen, Mädels, auf jeden Fall, bessere Fingerspitzengefühl als uns Männer. Multitasken sind die Frauen. Können wir so mehrere Sachen gleichzeitig machen. Wenn du schläfst zu Hause, die sind immer so, was werde ich mit ihm morgen machen? Ja, die immer. So, ganz schnell, zack, 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 alles aufgehängt auf den Holzstängel und müssen wir danach faule Bauer, ich würde sagen, müssen wir immer kletten, alle diese Stufen, bis um ganz oben. Ganz oben, freie Hände zu haben, dann binden wir unseren Beinen. Guck mal, Familie, wie beim Zirkus, machen wir immer so. Holzstängel hier, ein Bauer hier, noch andere auf der anderen Seite und alles, es wird von den Enden nach oben aufgehoben. Weißt du, ein bisschen durch diesen Lufttrockenheitsprozess muss man nie die Blätter fassen, sonst muss ich kaputt. Müssen wir immer ganz früh vormittags machen. Weißt du? Ja, wenn du müde bist, kannst du andersrum machen. So, Luftkreislauf immer oben, immer unten, Feuchtigkeit zu kontrollieren, es dauert immer 3 Monate. Warum 3 Monate? Müssen wir immer warten auf den Regenzeit. Juni, Juli regnen noch wieder viel. Höhere Luftfeuchtigkeitsprozent hier drin. Gehen die weich. Anfassen und runternehmen. Aber hör mal, schwissen durch. Feuchtigkeitsgerät, Messer, Angelo, haben wir gar keine. Das ist nur Erfahrung, Fingerspitzengefühl. Fasse ich immer an. Ganz feucht, Schimmel kommt, vergammeln die Blätter. Nicht gut. Was machen wir? Es wird alles bis zum ganz oben aufgehoben und einmal hoch verbreiten wir den Holzstängel und erlauben wir den Luft durch. Andersrum nehmen wir alles runter. Ganz dicht vom Boden, Holzstängel eng zueinander. Feuchtigkeit zu behalten und Boden normale Erde, nicht Beton wie hier. Wasser werden wir gießen. Die Plätze zugemacht, Türen und Fenster zu. Feuchtigkeit bis zum ganz oben gehen die noch wieder weich. 3 Monate.
Regenzeit, Juni, Juli regnet noch wieder viel, höhere Luftfeuchtigkeit, Prozent dort drin, noch wieder weich. Nehmen wir alles runter. 90% zu der Stadt. In Kuba Tabak gehört zu dem Staat, Einnahmenquellen des Landes. 10% behalten wir den Bauer. 10% behalten wir den Bauer für eigenen Bedarf, für viele Jahre eigenen Bedarf. Heute immer noch rauchen wir viel. Aber seit 2011 können wir unsere Zigarren selber drehen, Tourismus zeigen. Und wer will was, obwohl die Touristen rauchen die nicht viel, aber nehmen immer welche für Freunde, Familien, aber Kollegen, Stammtisch. Bisschen Chefschleimen kann man machen, junger Mann, also es ist uns egal. Also zollfrei, unsere Zigarren, keine Ringe, keine Wanderrolle, nein, kann jeder mitnehmen. Aber interessanterweise, solche 10% wie die verarbeitet mit Naturzutaten. Kein Chemikal, das ist eine Beleidigung. Rache, Zigaretten hier. Ja, kannst du mir meinen Batsch geben? Und Loba. So, nee, das ist nur ein Witz, kannst du rauchen, mein Bruder. So, nehmen wir einen Topf, Familientradition. Wasser drin, Wabeblätter, Zitronensaft, Ananassaft, bisschen Honig immer gut verwendet, Zimt, Vanille, Schnaps oder Rum. Alles gemischt gekocht oder beides. Mein Großvater, wenn er für Spanische erzählt, sagt er immer, für den Touristen, weißt du. Ganze Flasche Rum drin. Lügst du her. Solche Sachen. Flasche Rum für ihn, ja. Ellbogen hoch, trink her. Gerne, 82 Jahre, aber kräftiger noch und trink viel Rum. Mach her, Vati. Ich frage immer, wie läuft bei dir? Immer gut. Er sagt immer, ich bin immer gut. Immer. Ja, ein Tag sagt er, wenn er krank ist, kannst du ihn fragen. Der sagt immer, besser geht es nicht. Obwohl ganz krank ist, er sagt immer, besser geht es nicht. Und es war ein bisschen kräftiger. Aber alles gemischt. Gekocht, nächste Tag habe ich gekühlt, Spritz mit dir raus und alles drauf gesprüht. Auf unsere Blätter. Also jetzt haben wir diese Spritzgeräte, aber vorher mit Kolben von Mais bis Santeria. Einmal alles machen. Plastikbeutel zugemacht, luftig womöglich, 3 Stunden. Damit die Blätter diese Mischung saugen können. Als Pressebiron, nie wegen Geruch, nie wegen Aroma, wie manche Leute denken. Wenn ich so erzähle über diese Mischung, denken die Leute sofort, Lazarus, solche Cocktails kann ich auch trinken. Ja, klingt lecker aus, weißt du? Ja. Aber nein, ein bisschen von jeder Zutat, bei Tabakblätter und Zigarren dürfen die mal riechen, schmecken als Tabak, mein Bruder. Riech du mal. Ah, Parfum. Erzählen Sie beiden weiter. Riecht gut. So. Deswegen, alles gesprüht, Plastikbeutel zugemacht, 3 Stunden, damit die Blätter diese Mischung saugen können, als Pressebieren und danach später bauen wir die Ballen. Ein Kubikmeter Paketen von Palmenrinde. Familie, hier drin passiert was? Fermentierung. Ohne Fermentierung geht es nicht. Seit der Koloniezeit verwendet heute immer noch, das ist ein Stückchen von diesem Material. Jawa, den grünen Stück vor den Blättern auf unserem Nationalbaum. Heute immer noch keine bessere Sache. Warum enthalten die 2 verschiedene Texturen? Hier drinnen behalten die den Feuchtigkeit. Draußen ist es trockener. Ganz früh vormittags kann man es modellieren, weich wie Butter. Danach später hart wie Holz. Ja. Blätter drin, 6 Monate. Bis Sauerkraut, Temperatur nach hoch. Erste 4-5 Tage, 50, 60 Grad. Super warm. Ja. Danach später kommen runter. Zuckerniveau nach hoch, den Säure kommen die runter. Farbe von den Blättern wechseln. Interessante Weiße, wenn die in den Tabakscheune hängen, goldene Farbe, ja. Sehr schön. Aber wenn wir so versuchen, Überraschung, riechen die gar nicht. Insgesamt kann man es riechen. Alle die Touristen, die ja nicht ohne Session, immer passiert. Kriegt mal ein, oh, den Duft nach Tabak, sehr gut. Lazaro, ja, was möchtest du? Darf ich, weiß ich genau, was sie meinen, anfassen und riechen, wenn die Blätter dort hängen. Sage ich, ja, du darfst, kein Problem, wenn die so machen. Gar nicht. Danach später riesige Augen zu mir. Warte. Den Geruch nach Tabak reichen die danach hier in die Ballen. Und interessanterweise in folgendes, Familie. Viel Nikotin, es wird immer, Entschuldigung, Madame. Es wird immer auf den Hauptader konzentriert. Jeder Tabakblatt hat eine Hauptader in der Mitte. Solche Nikotin zu Hause, Angelo, nehmen wir raus, machen wir eine Vollstängelung von dieser Hauptader in Fabriken. Boah, 40% weg. Bleibt viel Nikotin in die Blätter, so in den Zigarren. Wenn wir einmal mal so rauchen, natürlich. Träumen wir über den Zigarren und nächstes Jahr kaufst du mehr. Kommt in Sucht. Oder brennen die in den Lippen, scheibige Gefühl.
Und danach später braucht man entweder Imodium oder Donnerbalken. Also, flotter Auto, mein Bruder. Nicht gut. Hier bei uns andersrum, also kann man es genießen. Braucht man keine Donnerbalken, zum Deko haben wir. Aber Dekoration. So, deswegen Familie, unsere Zigarren, sie sind die als Bio genannt, Mädelzigarren genannt, weil kein Chemikalien drin und ganz wenig Nikotin drin. Ohne Nikotin geht es nicht, weil in den Seitenader bleibt noch Nikotin, aber wir nehmen viel Nikotin raus. Und alle diese Hauptader nicht wegschmeißen, nein. Kompost für die Erde oder machen wir eine ganz Bio-Pestizid gegen Schädlinge. Im Wasser zu verderben, Nikotin raus. Und alles gesprüht über Tieren und Pflanzen, Insekten fliegen die weg. Als Tabakina genannt. Bei euch Brennnessel, was ähnliche Sache. Bei uns hier Tabakina. Ja? Okay. Bisher richtig verstanden? Alles. Ja. Läuft. Sehr interessant. In die Ballen 6 Monate, deswegen. Blätter von dieses Jahr werden wir nutzen, aber nächstes Jahr. Ja. Insgesamt 15 Monate insgesamt. 15. Ja. Jetzt werde ich für euch eine Zigarre drehen, ja. Amerikanischer Flug. Ja. Hässlicher Name auf jeden Fall, aber so bei uns genannt. Americano. Ja, da machen können. Alles mit Ochsen. Überall auf die ganze Insel 43 Zigarrenfabriken. Ein paar können wir natürlich besichtigen, aber die sagen nein. Hier ist zu Hause und mein Haus, euren Haus. Also, super. Also fühlen Sie sich. Wo ist Lazaro? Está ahí, mira. Wo? Ahí. Guck mal hin, da, mit dem Hut. Da, tschüss! Bruder!